Ja, servus André. Ich habe mal gedacht, ich mache kurz ein Video. Ich fand den Punkt sehr gut von dir, wo du gesagt hast, dass die Christen oder überhaupt Menschen nicht andere missionieren sollten, sondern eher das Vorleben sollten, also den Glauben und ein Vorbild dadurch sein sollten für andere. Also, das ist ein sehr guter Punkt und du hast da auch absolut recht. Und ich denke, das ist auch ein Problem ist oft von vielen Menschen und ich schließe mich da selber auch ein, dass wenn man über eine Sache. Ja, sag ich mal, weiß oder halt überzeugt ist von der Sache, was auch immer das jetzt ist, halt klar versucht, andere Menschen davon zu überzeugen. Und ich habe mich daran erinnert, an die Apostelgeschichte und die erste Gemeinde, so in der Bibel war das ja quasi die Apostelgeschichte, ist ja nach den Evangelien, also nach der Kreuzigung und Auferstehung von Jesus. Und Gott hat da wirklich mächtig gewirkt in dieser Zeit und er hat viele Zeichen und Wunder gemacht und viele Menschen sind ja da zum Glauben gekommen, einfach an Gott, weil sie Gott erlebt haben. Also nicht, weil Menschen jetzt rausgegangen sind, sie überredet haben, gesagt haben, ihr müsst jetzt an Jesus glauben, sondern ja, weil Gott wirklich sehr, sehr intensiv gewirkt hat in dieser Zeit durch Zeichen und Wunder, wie es heißt. Und ich finde es auch interessant halt, weil die Geschichte vom Christentum ist ja so, die ersten Jahrhunderte wurden die Christen ja wirklich verfolgt und teilweise wirklich ja gnadenlos verfolgt, auch gerade von den Römern und so. Und wurden gefoltert und eingesperrt und auch umgebracht oder ja wirklich auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Und ja, erst nach ein paar hundert Jahren, irgendwann mal, als die Römer eigentlich gemerkt haben, sie können das Christentum einfach nicht totkriegen, egal wie arg sie die Leute verfolgen. Weil die Menschen einfach gewusst haben, die gläubig geworden sind, ich habe ewiges Leben und ich bin errettet. Und auch auf dem Scheiterhaufen gesungen haben, Lieder gesungen haben. Und selbst ein Verrückter würde auf dem Scheiterhaufen kein Lied singen über die Liebe Gottes oder so. Und die haben das gemacht, weil sie einfach gewusst haben, hey, das ist die Wahrheit und du kannst zwar meinen Körper töten, aber du kannst nicht meinen Glauben töten und du kannst auch nicht, ja, einfach die, wie soll ich das sagen, das ewige Leben, das Gott mir schenkt. Ja, kaputt machen. Und so konnten sie die Christen nicht aufhalten. Und dadurch ist ja erst die römisch-katholische Kirche dann entstanden. Im Jahr 300, glaube ich, 57 war das. Und in diesem Exil da von Konstantinopel oder wie das heißt, das weiß ich gerade auch nicht mehr genau. Auf jeden Fall, davor waren das im Prinzip einfach Outlaws. Das waren verfolgte, ausgestoßene Leute, die niemand haben wollte. Und die haben niemand missioniert, sondern andere haben gesehen, wie die leben. Und durch den ihr Beispiel und durch das, was sie auch gelebt haben und was auch Gott dadurch gemacht hat, natürlich in ihrem Leben, sind sie die anderen Menschen gläubig geworden. Und dann hat natürlich erst das ganze Ding gewechselt und die römisch-katholische Kirche ist entstanden, hat natürlich Politik betrieben, hat den Glauben sozusagen instrumentalisiert und das, was eigentlich lebendig war und das, was eigentlich auch Gottes Wille entspricht, quasi ist eigentlich, kann man sagen, dadurch immer mehr ja, abhanden gekommen eigentlich. Und das war. Sozusagen, man könnte so sagen, wenn der Teufel hat es nicht geschafft, das Christentum zu zerstören, also hat er gesagt, okay, wenn ich es schon nicht zerstören kann, dann versuche ich es zu benutzen. Und das hat er gemacht. Und das war, kann man sagen, auch teilweise der Anfang vom Ende. Und es gab natürlich trotzdem immer Gläubige, die aufrichtig waren und die wirklich Gottes Willen auch gesucht haben. Aber es gab natürlich gerade diese Macht und Politik und Machtmissbrauch, Mittelalter, Kreuzzüge und diese Dinge. Aber Jesus selber zum Beispiel hat auch gesagt, wenn ihr schon nicht meinen Worten glaubt, also sozusagen meinen Argumenten, dann glaubt wenigstens um der Werke willen, die ich tue. Und ja, und deswegen denke ich halt, du hast da absolut recht, was du gesagt hast. Man sollte es vorleben, es sollte sichtbar sein für andere Menschen durch unser Leben, durch das Leben der Gläubigen. Und Paulus zum Beispiel. Er wollte auch die Christen also verfolgen, einsperren und auch umbringen lassen. Er war ein Pharisäer, also ein Schriftgelehrter damals und also einer von denen, die eigentlich Jesus auch ans Kreuz gebracht hat, von den Juden. Sozusagen, er hat dazugehört und für ihn waren die quasi Christen eine gefährliche Sekte und deswegen wollte er die, wie gesagt, ja auch umbringen und einsperren lassen, weil die gesagt haben, hey, das ist ein Irrglaube und die Leute folgen diesem Irrglauben und es ist eine Gefahr für uns. Oder für den wahren Glauben, sagen wir es ja so. Und als er auf dem Weg nach Damaskus war, um die Christen dort sozusagen einsperren zu lassen oder umbringen zu lassen, ist ihm Jesus begegnet. Er ist vom Pferd gefallen, er ist blind geworden. Und Jesus hat gesagt, geh nach Damaskus, geh in das Haus von Barnabas, hieß der, und lass dir von ihm die Hände auflegen und du wirst wieder sehend werden. Das hat er dann auch gemacht. Und der Punkt, warum ich das sage, ist, dass er wollte auch nicht glauben, dass Jesus real ist und dass die Christen sozusagen diesen echten Glauben haben, sondern er hat gedacht, das ist irgendeine Sekte.
Und die glauben einfach, ja, einfach an was Falsches. Deswegen wollte er sie vernichten. Und er ist einer der größten Apostel geworden, Paulus. Er hat den Großteil vom Neuen Testament geschrieben. Und der Grund, warum, war einfach, weil Jesus ihm begegnet ist. Jesus ist ihm persönlich begegnet. Er hat sich ihm offenbart. Er hat gesagt, Saulus, warum verfolgst du mich? Warum verfolgst du die Leute, die an mich glauben? Und das hat ihn um 180 Grad gedreht. Und aus dem größten Verfolger und Christenhasser ist, kann man sagen, einer, ja, derjenigen geworden, der am Ende auch für Jesus sehr viel gelitten hat, der ausgepeitscht worden ist, der gefangen worden ist, mehrere Male, der ja teilweise fast verhungert ist, der am Schluss auch hingerichtet worden ist, am Ende seines Lebens dann und für den Glauben auch gestorben ist. Und ja, und er hat auch, wie gesagt, daran gezweifelt, dass Jesus real ist und dass es mit den Christen real ist. Aber letzten Endes ist Jesus ihm begegnet und er hat erlebt, dass einfach, ja, Jesus einfach real ist und dass es stimmt, was er von sich behauptet. Und das bitte ich auch, Jesus, dass du ihm André das offenbarst und dass du, Heiliger Geist, ihm das offenbarst, dass du wirklich einfach real bist und dass es dich gibt. Und auch trotz aller Zweifel oder Dinge, die wir vielleicht nicht verstehen können als Menschen, wo wir denken, hä, wie kann das jetzt sein oder so. Herr, ja, du bist real und ich bitte dich auch, dass du es dem André einfach auch offenbarst und dass er das erkennen kann. Und so wie Saulus auch, der blind war und vom Pferd gefallen ist und dann zum Paulus wurde und Jesus verkündigt hat und so wie es auch in meinem Leben gemacht hast, bitte ich dich auch, Herr, dass du es dem André zur richtigen Zeit und im richtigen Moment offenbaren tust durch deinen Heiligen Geist. Und dafür danke ich dir, Herr. Ich danke dir, dass du Gebete hörst. Ich danke dir für meinen lieben Bruder André, dass wir uns kennengelernt haben damals. Und bitte ich einfach, ja, dass du ihn beschützt, dass du ihn bewahrst, dass du ihn führst und leidest und ihm begegnest einfach, ja. Und ich danke dir dafür, Gott. In Jesu Namen. Amen. Mach's gut, mein Lieber. Und ich ja, hoffe und bete, dass auch trotz aller Zweifel und aller Dinge, die wir in unserem Kopf nicht verstehen, die ich genauso da wie du damals auch nicht verstehen konnte, mein größter Punkt war immer, mein größter, wie soll ich das sagen, mein größtes Problem, das ich mit dem Christentum hatte, war immer dieser Anspruch von Jesus, ja, ich bin der Weg und keiner kommt zu Gott außer durch mich. Das war mein größtes Problem, was ich immer hatte. Und ich sehe es jetzt einfach so, wenn wir unten an der Straße steht vor einem großen Haus, dann können wir oben nach oben schauen, wir sehen einen Teil von dem Haus, von der Hauswand, aber wir sehen zum Beispiel nicht, was oben auf dem Haus drauf ist, ob es da eine Terrasse gibt vielleicht, wo mit einem Tisch und einem Stühlen, wo Leute sitzen können. Also was ich sagen will, wir haben eine begrenzte Perspektive als Menschen und wir sehen halt bestimmte Dinge und nicht mehr. Und damals war es auch so, ich hatte diese Sichtweise, hey, wie kann das sein mit Jesus und warum kann alles andere nicht stimmen mit Buddhismus und so weiter. Das ist ja ungerecht, das ist ja schlecht, das ist ja auch Stolz irgendwo auch oder Anmaßung zu sagen, ja, das ist das einzig Richtige. Das waren für mich alles logische Argumente. Aber ehrlich gesagt ist ja so, André, als Menschen selber haben wir nur eine begrenzte Sicht. Und wir können nur das sehen, was die Welt uns anbietet. Sagen wir es einfach mal so, was uns natürlich auch Menschen anbieten, klar. Aber der Punkt ist einfach, als ich 2012 aus Yoga Vidya gegangen bin und dann nochmal nach Indien bin. Mein Plan war ja, mich selbstständig zu machen als Yogalehrer in Deutschland dann und hatte ja auch schon eigene Seminare gemacht gehabt in Dresden, dann auch in Stuttgart, bevor ich nach Indien bin. Hab gut Geld verdient auch teilweise damit. Und weißt du, und ich war in Indien in diesem Zen-Kloster und ich habe gewusst einfach, dass all das Meditieren, all das Yoga und all diese Jahre bei Yoga Vidya mir nicht diesen Frieden, diese Erfüllung, diese Liebe, diese Freude geben können, die ich damals auch in Australien schon erfahren hatte, als Gott mir das erste Mal in meinem Leben begegnet ist. Und damals in Australien wusste ich nicht, dass der Gott quasi, der mir begegnet ist, der Gott der Bibel ist, dass es Jesus ist, dass es der Heilige Geist war. Aber in Indien ist mir das klar geworden und ich habe gesagt, Jesus, okay, ich will mit dir gehen, ich will dir nachfolgen. Und ja, und daraus ist eine wunderbare Reise geworden, die bis heute andauert und die immer besser wird und immer schöner wird. Und all die Jahre habe ich erlebt, einfach Gott ist treu, Gott ist gut und auch in allen Schwierigkeiten, die da waren. Meine Frau hatte ja Krebs, du hast es damals, glaube ich, auch mitbekommen, ich habe das ja erzählt gehabt. Und Gott hat uns Dinge offenbart, die da am Laufen waren, einfach auf der geistigen Ebene, auch auf der seelischen Ebene. Und sie hat Heilung erfahren. Sie ist jetzt schwanger und ist total toll. Und ja, ich will einfach nur damit sagen, als Menschen haben wir halt eine begrenzte Sichtweise und wir wissen nicht, was ist jetzt die Wahrheit, was ist Gott. Und Jesus hat selber auch gesagt, er kommt von dem Vater und er redet von dem Vater. Und niemand kennt den Vater außer er, weil wir kommen von der Welt und wir sind aus in der Welt geboren. Aber er kommt von Gott. Und ja, es klingt ziemlich mystisch, aber letzten Endes ist es einfach die Wahrheit. Ich meine,
Niemand kennt Gott außer den Menschen, denen sich Gott offenbart. Und Gott offenbart sich uns nur dann, wenn wir ihn von ganzem Herzen suchen. Das sagt er auch in der Bibel, in Jeremia, im Alten Testament steht es. Er sagt, wenn du mich von ganzem Herzen suchst, will ich mich von dir finden lassen. Das ist so ein Versprechen, was Gott gibt. Und Jesus sagt auch in Matthäus 7, Vers 7, wenn ihr bittet und nicht aufhört zu bitten, werdet ihr erhalten. Wenn ihr anklopft und nicht aufhört anzuklopfen, wird euch geöffnet. Wenn ihr sucht und nicht aufhört zu suchen, werdet ihr finden. Und für mich ist es einfach der Punkt, dass wenn wir wirklich wissen wollen, was ist jetzt wirklich die Wahrheit, was ist jetzt die Wahrheit über Gott oder wer ist jetzt Gott wirklich, dann wird er uns früher oder später auch das offenbaren, denn er wird es uns zeigen. Und wir werden es nicht durch unsere eigene Vernunft rausfinden, durch eigene Schlussfolgerung, logische Schlussfolgerung, sondern dadurch, dass er uns sozusagen Offenbarung schenkt über die Realität, die geistige Realität seines Wesens. Und ja, genau. Und das ist gut. Und so, ja, danke ich dir einfach nochmal, Jesus, auch für den André und bitte ich einfach, dass du ihm das zeigst, dass du ihn liebst, dass du für seine Sünden am Kreuz gestorben bist. Und ja, und dass du einen richtig genialen Plan hast für sein Leben und gute Gedanken hast über sein Leben. Und dass du ihm auch ja von einem Saulus zu einem Paulus machen möchtest, so wie du es auch bei mir gemacht hast. Danke, Herr. Amen. Mach's gut und ja, bis bald.